Herzlich willkommen in Estadio D. Da hat es zum Viertelfinalspiel zwischen Deutschland gegen Spanien in der Europameisterschaft. Ja, Deutschland hat überragend mit 3 zu 0 Italien im Achtelfinale geschlagen und steht verdient im Viertelfinale der EM in Frankreich. Wie gesagt, wenn Deutschland weiterkommt, wie immer, die Auslosung im Part 2 am Ende natürlich. Hier sind wir der Italiener. Hier gibt es jetzt die Nationalhymne. Es geht los mit Deutschland. Jawohl. Jetzt die Hymne von den Spaniern, die überraschend in den schwarz-gelben Trikots spielen, ungewohnt. Das hier stört es ein bisschen, dass hier ist mein Buch liegt, wo ich drauf filme. Dieselbe Aufstellung wie gegen Italien. Weinfeller am Tor statt Neuer. Dieselbe Aufstellung, wie gesagt, vom letzten Spiel. Gucken wir auf die Spanier. Casillas im Tor. Morata kennt man vielleicht. Isco von Real Madrid. David Silva. Weiß gerade nicht. Ramos natürlich von Real Madrid. Hier ist immer Kai Gündogan, der Türke. Das macht mal ein bisschen leiser. So. Damit man mehr versteht. Joe Britwell aus Australien leitet dieses Viertelfinale. Hier ist immer Andrés Iniesta. Der FC Barcelona ist da. Los geht's. Deutschland von rechts nach links in den weiß-schwarzen, von links nach rechts in die weiß-roten Trikots und Spanien von rechts nach links in den schwarz-gelben Trikots. Gleich mal schön im Ballbesitz. Also ist nicht so düssig. Ja, Deutschland hat gleich mal den schwersten Gruppengegner bekommen. Den stärksten Viertelfinalgegner. Hätte lieber Spanien im Finale bekommen, statt im Viertelfinale. Also, man muss halt damit leben. Das können Sie mich auch spielen, nicht so wie letztes Mal, wo ich noch von anderen Sachen geredet habe. Ja, das ist Isco von Real Madrid im Ballbesitz. Das Halbfinale, wenn Deutschland ins Halbfinale kommt, wird dann morgen kommen. Morata jetzt im Ballbesitz, Morata! Weinfelder gut gehalten. Jordi Alba. Das ist Isco. Alba im Ballbesitz für Spanien. Ball für Berabi. Wenn Deutschland jetzt rausfliegt, gibt es kein Halbfinale, ist ja klar. Wenn Deutschland im Halbfinale rausfliegt, gibt es kein Finale. Ich werde das Halbfinale dann morgen machen, wenn Deutschland weiterkommt. Und dann, wenn Deutschland weiterkommt, das Finale machen. Guter Schuss. Wenn Deutschland mit ins Finale kommt. Wie gesagt, es gibt keinen Pokal im Anstoßmenü. Das gibt es nur, wenn man ein Turnier macht. Ja, und beim Turnier kann ich keine Prognosen machen, weil da muss doch irgendeiner spielen. Jetzt Ecke von Özil. Über die rechte Seite. Juan Fran. Im Ballbesitz. Spanien. Wir fahren immer noch im Ballbesitz. Gut gehalten von Weidenfeller, richtig starker Mann. Von Borussia Dortmund ist aber auch schon alt. Abstoß, Weidenfeller. Rudi. Das Finale ist dann in Parc des Princes.
Das zweite Stadion in Paris, wo die WM übertragen wird. Rudi spielt bei der TSG Hoffenheim. Ilkay Gündogan im Ballbesitz. Gündogan immer noch für Deutschland im Ballbesitz. Gündogan im Strafraum von Spanien. Gündogan hat den Ball. Casillas Ecke für Deutschland, zweite Ecke. Guter Schuss von Ilkay Gündogan, der den Dortmunder. Ecke Özil, der Mann für die Standards. Özil. Alano Morata. Morata jetzt immer noch am Ballbesitz. Morata im Strafraum von Deutschland. Morata! Beinfäller dran. Gut gemacht. Morata. Beinfäller richtig starker Torhüter. Isco. Hast du schon erfahren? Da ist Silber. Ballverlust. Schweinsteiger. Ja, wie gesagt. Der schlechteste Song beim Menu gespielt hat, auch bei der Insel. Adrian Ramos, Ballbesitz. Ramos! Sagen wir, klappt noch 10 Minuten auf der Uhr. Hier haben wir Andreas Iniesta in der ersten Hälfte. So, muss ich tragen. Beziehungsweise das Handy richten. So. Rudi jetzt. Schweinsteiger passt auf Mesut Özil, auf den Engländer Arsenal. Özil. Ballverlust Iniesta. Schau fahren. Ballverlust Karim Bellarabi jetzt. Im Ballbesitz Karim Bellarabi, weiter Ball. Aber Hermann kommt noch an den Ball dran. Patrick Hermann mit der Flanke. War nix. Abgefälscht. Özil. Momentan klar, das stärkste Team ist Deutschland. Jetzt ist es noch 1 Minute zu spielen. Plus Nachspielzeit. Özil. Ballverlust. Und es gibt anscheinend Ecke für Deutschland. Für den Weltmeister. Keine Nachspielzeit zu sehen. Oder sag's falsch jetzt? Nein, keine Nachspielzeit. Özil. Doch 3 Minuten. Zu früh gefreut. Schweinsteiger. Wird gefoult, aber Busquets im Ballbesitz. Schalte Busquets. Das war die erste Hälfte. Deutschland führt. Es steht 0 zu 0 zwischen dem Weltmeister und Spanien. Und sehen wir uns in Part 2 in der zweiten Hälfte. Ciao.